Also, es geht um den zweiten Teil der phonologischen Prozesse heute, und zwar um das, was man Phonotaktik nennt, wo es also um die Lautkette geht. Und Phonotaktik, das Aufeinandertreffen von Lauten und da eben Einschub oder Tilgung von Lauten. Ich hatte das letzte Mal schon eine Übersicht gegeben, also das nächste Mal haben wir die Tilgung der Laute, Synkopen genannt. In der deutschen Linguistik sagt man meistens Synkope. Das ist also ähnlich wie in der Musik. Da ist es auch so, wenn irgendwas wegfällt, Synkope. Das ist natürlich griechisch. Und die griechische Aussprache ist etwas anders. Bevor Ihnen jemand einredet, die griechische Aussprache sei Synkope, sage ich Ihnen gleich, im Griechischen wird das auf dem E hinten betont, Synkope, Synkope. Das ist natürlich auf Deutsch nicht aussprechbar. Und das war schon auf Lateinisch nicht aussprechbar. Das heißt, als das Wort ins Lateinische übernommen worden ist, hat man dann aus der Synkope die Synkope gemacht und im Deutschen dann die Synkope. Also es gibt die Möglichkeit, das überall zu betonen. Also Griechisch, Synkope, das klingt aber jetzt zu seltsam. Lateinisch Synkope und Deutsch Synkope. Und darunter verstehen wir eben das Ausfallen von Lauten aus der Lautkette. Gleich kommen Beispiele. Da gibt es noch besondere Varianten, nämlich die Apherese. Die Apherese, die liegt dann vor, wenn vorne am Anfang einer Lautkette, insbesondere am Anfang eines Wortes, irgendwas ausfällt. Beispiele kommen gleich. Und die Apokope, für die wieder das gleiche gilt wie die Aussprache von Synkope, also Apokope, Apokope und Apokope. Das ist, wenn hinten was ausfällt. Also Beispiele kommen gleich. Und dann haben wir noch was Besonderes, wenn in einem Wort zweimal die gleiche Silbe vorhanden ist, wie in dem Wort Haplologie, da sehen Sie zweimal Lo, Lolo, Lolo. Das klingt irgendwie komisch. Und dann kann man eine dieser beiden Silben weglassen. Also aus der Haplologie wird dann die Haplogie. Wir hatten schon mal ein Beispiel, die Morphophonetik wird dann zur Morphonetik. Oder das Morphophonem zum Morphonem. Das nennt man Haplologie. Kommen wir auch gleich noch mehr Beispiele. So, dann kann was eingefügt werden in die Lautkette. Epenthese, Einsetzung auf Griechisch Epenthese. Oder ein anderes griechisches Wort, Anaptyxe. Anaptyxe, es gibt eine Anekdote von einem berühmten deutschen Sprachwissenschaftler vom Anfang des 20. Jahrhunderts, Karl Bühler. Der hat eben auch so ein Problem gehabt wie ich, dass er dann die Studenten überschüttet mit irgendwelchen Fremdwörtern, die sofort wieder vergessen worden sind. Und dann hat er empfohlen, dass man diese Wörter auch sehr gut als Schimpfwörter benutzen kann. Und erzählt also, dass er zu einer unfreundlichen Marktfrau auf dem Bonner Markt, also Karl Bühler war Professor in Bonn, gesagt hat, sie Anaptyxe sie. Und daraufhin sei die also ganz blass geworden. Hat das für eine schwere Beleidigung gehalten. Also Anaptyxe. Ist aber nichts Schlimmes, ist einfach die Einsetzung eines Lautes. Beispiele kommen. Dann gibt es Sonderfälle, wenn Laute vorne an einer Lautkette, insbesondere vorne an ein Wort, angefügt werden, dann heißt das Prothese oder Prosthese. Die Sprachwissenschaftler haben so ein Problem mit dem Wort Prothese, weil man da vielleicht an was anderes denkt. Deshalb Prosthese ist aber das Gleiche. Und wenn man hinten was ansetzt, dann werden wir auch gleich Beispiele sehen, hinten am Wort oder an einer Lautkette etwas anfügt, dann heißt das Epithese oder Paragoge. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, Dinge umzustellen, die Metathese. Und wir hatten vorhin die Haplologie, wo man irgendwie eine Silbe weglässt und bei der Reduplikation wird eine Silbe oder sogar mehrere Silben verdoppelt. Und da... Das machen manche Sprachen sehr häufig, andere Sprachen weniger. Das Deutsche mag das nicht so, aber die romanischen Sprachen mögen das. Man verdoppelt, très, très grand, das kann man auf Deutsch auch sagen, sehr, sehr groß.
Gibt noch weitere Sprachen, die das also noch häufiger machen. Die polynesischen Sprachen machen das sehr häufig. Sie kennen da ein Wort, nämlich das Wort, was durch die Wikipedia auf uns gekommen ist. Wiki, schnell, heißt auf Hawaiianisch Wiki Wiki. Also man sagt das zweimal, offenbar um zu unterstreichen, dass es besonders schnell ist. Aber das ist als solches lexikalisiert, also schnell heißt Wiki Wiki. Also Reduplikationen, da werden gleich zwei Silben verdoppelt, also ganze Wörter. Mehr Beispiele kommen gleich. Fangen wir mit der Synkope an. Synkope, da gibt es schöne deutsche Beispiele. Ne? Interessant, ne? Wenn Deutsche schnell sprechen, dann wird daraus interessant, interessant. Fränkisch natürlich interessant oder interessant. Aber klar, ne? Also da fehlt dann plötzlich eine ganze Silbe. Also ntr lässt sich natürlich von der Kombination der Laute nicht so leicht aussprechen, was ja auch dazu führt, dass im Fränkischen dann das T zu D wird. Dann stimmt wenigstens die Stimmhaftigkeit überall. Aber es ist halt kürzer, es ist interessant. Oder gerade zu gerade, gerade. Das ist eigentlich normale deutsche Umgangssprache, gerade zu sagen, nicht gerade. Da gibt es dann aber auch im Deutschen, das ist eigentlich ganz interessant, auch etwas, was man sogar manchmal in Seminararbeiten liest, die Hyperkorrektur, da wird dann ein E eingefügt, wo es nicht hingehört. Hyperkorrektur heißt, man korrigiert etwas über das Maß hinaus, also da, wo es gar nicht falsch ist. Also das schöne deutsche Wort Grad, zum Beispiel in Grad Celsius, wird dann zu Gerad, Gerad. Das Sternchen soll anzeigen, dass es diese Form nicht gibt, dass das ein Fehler ist. Fehler nicht, dass es sie einfach nicht gibt. Aber es gibt sie doch. Wie gesagt, ich habe das bereits in einer Seminararbeit gelesen. Also da meinte jemand, ne, wenn man gerade zu gerade macht und interessant zu interessant, dann müsste man gerade auch zu gerade machen. Nicht richtig. Ja, in der Sprachgeschichte spielt die Synkope eine große Rolle. Also das wird auch so angenommen, dass wenn sich Sprachen verändern, dann gibt es so eine gewisse Tendenz zur Vereinfachung, was dann vielleicht doch nicht einfacher ist, weil dann neue Lautkombinationen entstehen, die schwierig auszusprechen sind. Wir haben das lateinische Wort auricula, Verkleinerungsform von auris, auricula, das Öhrchen eigentlich, das Öhrchen, das wird zum normalen Wort für Ohr, jetzt haben wir aber Auricula und dieser Vokal nach dem betonten Vokal, das U, fällt dann aus. Und wir haben dann halt in den romanischen Sprachen, beziehungsweise schon im gesprochenen Latein, sogar belegt, Auricula, Auricula, Auricula. Und aus Auricula entwickelt sich dann weiter, also die Kombination KL, mit C geschrieben, ist halt schwer auszusprechen. Daraus wird dann Oreille auf Französisch oder Orecha oder Orecchio auf Italienisch. Ja, das jetzt ein langes K beinhaltet Orecchio, das wissen Sie schon, das ist Fortisierung vor J. Aber alles fängt damit an, dass dann ein U ausfällt. Ja. Gut, die Aphärese hatte ich Ihnen schon genannt. Aphärese, da fällt vorne was aus. Ne? Wer Italienisch lernt, weiß, aus questo wird, wenn die Italiener schnell sprechen, insbesondere in Mittelitalien, stop. Und das, was hier eigentlich so ein bisschen aussieht wie eine schlechte Form, ist manchmal aber auch lexikalisiert. Also, heute Morgen heißt dann Stamattina oder Stamane. Da ist einfach die Kurzform die richtige Form. Also nicht alles, was verkürzt ist, muss deshalb normwidrig sein, sondern manchmal ist die Verkürzung sogar das, was die Norm verlangt. Und ein anderes Beispiel, auch aus dem Italienischen, America. America wird oft in Mittel- und Süditalien im Dialekt America genannt, das A fällt hier weg
Und hat vielleicht noch einen anderen Grund, nämlich da könnte noch eine falsche Analyse, eine sogenannte Reanalyse drinstecken. Amerika heißt ja eigentlich Lamerika mit dem Artikel L, Lamerika. Und da hat man vielleicht gedacht, das ist nicht L und dann Amerika, sondern das besteht aus La und Amerika. Also eine Reanalyse ist vorgenommen worden und deshalb fällt dann das A weg, weil die Sprecher denken, der Ort oder der Kontinent heißt Amerika. Aber es ist eigentlich eine Aphorese, weil am Anfang was wegfällt. Sehr beliebt bei Namen, ne? Praktisch überall in der Romagna, aber besonders im Italienischen, gerade wieder da auch in Mittel- und Süditalien, werden Namen gerne verkürzt, insbesondere wenn man Leute anspricht. Das heißt, man lässt hinten alles weg. Das kommt dann gleich noch. Aber man lässt Sachen auch vorne weg. So wird eben aus Anton Tor. Anton Tor. Also An fällt weg, das ist Aphorese. Das N am Ende fällt weg. Er kommt gleich noch, gesagt, Apokope, dann haben wir Tor. Und dann macht man noch eine Reduplikation. Ich glaube, das Beispiel habe ich später auch noch auf meinen Folien. Aus Tor wird dann Tor, Tor. Das ist also der Anton. Gibt es im Deutschen auch. Ne? Wir machen aus Anton dann Toni. Toni, ne? Das I ist eine typische ja, Verniedlichungsform, kann man sagen. Hypokoristisch nennt man das. Also sowas Ähnliches wie ein Diminutiv, aber kein Diminutiv, sondern wenn man irgendwas besonders mag, hängt man gerne ein I hinten an. Vor allen Dingen in süddeutschen Dialekten und in der Schweiz. Ja, dann wird also aus dem Anton ein Antoni, aber das An bleibt weg. Deshalb bleibt nur noch der Toni übrig, also mit Aphorese von An. Ja, ach so, das mit der Reanalyse habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Jetzt kann man es auch sehen. Lamerica, Lamerica. Gut, jetzt die Apokope. Sehr verbreitet in Mittelitalien und Süditalien. Da also ganz, ganz deutlich. Das kommt auch im Katalanischen vor. Und so. Also man lässt die letzte Silbe weg. Cantare, canta. Signore, signor. Dottore, dottor. Dottor. Ist also ein verkürzter Doktor und ein Doktor. Also ich habe hier die verschiedenen orthografischen Varianten geschrieben. Man kann das mit Akzent schreiben, man kann das aber auch mit so einem Apostroph schreiben, weil da halt was weggefallen ist. Und das Problem ist natürlich dann in Mittelitalien, Signore, der Herr, und Signora, die Dame, sind beide Signor. Und da ist man übereingekommen, dass Signor dann für die Frauen gilt. Und in der Gegend, wo man diese Apokope macht, hat man dann also einen Homonymkonflikt, weil also Herr und Frau das Gleiche ist. Ist nicht die ganze Geschichte, die ganze Erklärung, es kommt noch eine andere Erklärung dazu. Signore als Anrede ist auch ansonsten verpönt in Italien. Und die Taxifahrer in Rom haben dann irgendwie sich überlegt, alle Männer mit Dottor anzureden. Dottor. Also bedeutet also insbesondere in der Stadt Rom nur so viel wie Herr oder mein Herr. Dottor. Das mag auch damit zusammenhängen, dass jeder, der einen italienischen Universitätsabschluss hat, automatisch Dottore ist. Und per Extension dann jeder, der mal eine Universität gesehen hat, auch nur von außen, ist dann auch gleich Doktor. Gut, das war jetzt eine ironische Bemerkung. Kommen wir zur Haplologie. Haplologie, also das Schöne bei griechischen Termini ist, dass sie oft auch das sind, was sie beschreiben. Also eine Haplologie ist eine Haplogie. Da trifft zweimal die gleiche Silbe aufeinander und man lässt dann eine davon weg. Gibt schöne Beispiele aus der Sprachgeschichte wieder. Mittelitalien, eine sehr schöne Stadt. Orvieto, wo auch guter Wein herkommt, ist die alte Stadt eigentlich.
Urbsvetus, das klassische Lateinisch, oder dann gesprochen Lateinisch Urbevetu. Und das B wurde ja R ausgesprochen, wahrscheinlich zur römischen Zeit, also mit bilabialen Frikativ. Und V, also U und V ist ja sowieso das Gleiche, dann auch so, also Urbevetu, Urbevetu. Und diese Webe ist dann eben zu einem geworden und so ist dann eben auch Veto entstanden, also eigentlich Urvetu und das U ist zu O geworden, Orvetu und das E zu Je, Orvieto. Ja, es gibt einige Sprachen, die besonders viel für Haplologie übrig haben. Also hier haben wir ja so ein entferntes Beispiel, so in so einem Eigennamen aus dem Lateinischen entstanden und so. Aber es gibt Sprachen, die eben auch synchron so eine Regel haben, dass immer, wenn die gleiche Silbe aufeinandertrifft, dass man dann Sachen verkürzt. Hier ein baskisches Wort, was auch viele Nicht-Basken kennen, weil das eine baskische Spezialität ist. Der baskische Apfelwein, der sich dadurch auszeichnet, dass er besonders sauer ist. Also der deutsche Apfelwein ist nichts dagegen, ist geradezu süß. Der baskische Apfelwein wird auch auf Spanisch Cidra genannt, erinnert an Cidre, aber Cidre ist ganz anders. Also dieser baskische Apfelwein erinnert mich so, bevor ich mich so ein bisschen dran gewöhnt habe, immer sehr stark an Essig. Das baskische Wort für Apfel ist Chagar und für Wein Ardoa. Und Sie sehen, wenn man das zusammensetzt, Chagar Ardoa, trifft zweimal die Silbe Ar aufeinander, das ist nicht so schön zu sprechen. Und deshalb ist der Apfelwein eben Chagardoa, Chagardoa. Das ist also das normale Wort, denn es gibt die Regel, wenn zwei mal die gleiche Silbe aufeinander trifft, dann muss eine davon ausfallen. Also selbst wenn man irgendwie jetzt ein neues Kompositum bildet, wie zum Beispiel der Nordbär, Ipar Arz, da haben wir auch Arar, das habe ich jetzt ad hoc gebildet, dann muss das auch Iparz heißen, weil man nicht zweimal die gleiche Silbe hintereinander. Also Zwang zur Haplologie, was wir jetzt nicht unbedingt in allen Sprachen so haben. So, Epenthese, Anaptyxe. Hier kommen die Beispiele. Die Rheinländer, wenn die über Filme sprechen, dann sagen sie Film, Film, Film. Und Sie sehen, da ist offenbar ein Laut eingefügt worden, das ist schwach, Film. Oder Fünf, Fünf, für Fünf. Rheinisch Fünf. Und das genormte Buchstabieren und Zählen, die Norm fürs Buchstabieren und Zählen, also auch beim deutschen Militär, ist, dass man Fünf statt Fünf sagt, weil man Fünf irgendwie missverstehen kann. Also da hat man direkt aus dem Rheinischen entlehnt. Aber ansonsten im Rheinland ganz normal, Fünf ist Fünf. Wird also ein Laut eingefügt, um Konsonantengruppen aufzusplitten. Denn die Kombination NF ist schon schwer zu sprechen, die ist auch sehr selten im Deutschen. Wenn Sie von Komposita absehen, finden Sie keine fünf Wörter, die auf NF enden. Senf, Fünf, und dann gibt es noch Genf, was aber eigentlich ein Eigenname ist, und Hanf. Das war's. Also ganz wenig Wörter mit NF, das lässt sich auch wirklich nicht gut sprechen. Fünf. Und wie gesagt, bei Film, also Lum, ist nicht gut zu sprechen, also insbesondere wenn man das L noch nach, also Velar ausspricht, Film, Film, da ist man irgendwie geneigt, dann Vokal einzuschieben. Film. Gut, die Italiener haben auch ein Problem mit Konsonantengruppen, insbesondere am Wortende, das geht gar nicht gut. Und deshalb wird da auch ein Laut eingefügt. Das italienische Wort für Film ist Filme, 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 insbesondere in Mittel- und Süditalien. Also die Norditaliener kriegen das hin, auch Film zu sagen mit Mühe, wenn sie sich sehr konzentrieren, aber Filme in Mittel- und Süditalien. Oder ein italienischer Politiker, den heute, glaube ich, keiner mehr kennt, den letzten Vorsitzenden der
sozialistischen Partei in Italien, der hieß Craxi, was natürlich nicht gut auszusprechen ist für Italiener. Das ist auch nur eine historisierende Schreibung, Craxi natürlich, aber man hat es dann Craxi ausgesprochen, auch, also nach der Orthographie wurden dann Namen noch ausgesprochen. Und das geht nicht so gut. Das kriegen dieses X kriegen Italiener, insbesondere aus Mittel- und Süditalien, nur hin, wenn sie sich sehr stark konzentrieren. Und deshalb, wenn sie Nachrichten gehört haben, als der Herr Craxi noch bedeutend war, also für mich war das immer erst eine Überraschung, ich habe das erst gar nicht verstanden, von wem die reden. Ich kannte zwar diesen Craxi aus der Zeitungslektüre, aber im Radio oder im Fernsehen hieß es dann immer Craxi, Craxi, Craxi. Auf diese Weise kann man das X halt gut aussprechen, wenn man noch ein Vokal einfügt. Das ist also eine typische Epenthese oder Anaptyxe. So, ein anderer Fall von Anaptyxe, der die Sonderbezeichnung Prosthese, Prothese hat, ist der sogenannte Stützvokal. Man spricht das aber auch von Vokalprosthese oder Vokalprothese. Das finden wir besonders in den romanischen Sprachen am Wortanfang. Wenn plötzlich eine Konsonantengruppe droht, in besonderem Maße, das italienische Wort für Spanien ist Spagna, und wenn man jetzt in davor setzt, hat man in Spagna, insp ist halt wirklich nicht gut zu sprechen. Man muss ja dann auch nochmal die Stimme wegnehmen nach dem N, und deshalb wird dort regelmäßig ein zusätzlicher Vokal eingefügt, und zwar sogar in der Orthographie. In Hispania ist eine orthografische Variante. Sie können zwar in Hispania auch ohne das I schreiben, also es gibt beide Möglichkeiten, aber gerade in literarischen älteren Texten sehen Sie oft dieses I. Und das erleichtert die Aussprache und übrigens auch das Singen. Man sagt ja oft, dass das Italienische besonders gut geeignet ist für den Gesang. Deshalb sollten halt Opern auf Italienisch geschrieben werden. Und in einer berühmten Mozart-Oper, Don Giovanni, gibt es eine berühmte Arie, die Registerarie, wo Leporello, der Diener von Don Giovanni, aufzählt, wie viele Frauen Don Giovanni verführt hat. Und dann wird das nach Ländern aufgegliedert und dann heißt es immer im wiederkehrenden Refrain et in Hispania 1003, 1003 Frauen hat er angeblich verführt, in Spanien, in Hispania. Steht dann auch so im Textbuch, in Hispania mit dem I. Und Sie sehen schon, das lässt sich wirklich leichter sehen. Insbesondere, weil die Musik da langsam wird und dann natürlich die Töne gut ausgesungen. Auf Spanisch ist das sogenannte epenthetische E verallgemeinert. Also Spanier sind in der Regel gar nicht mehr in der Lage, SP am Wortanfang auszusprechen. Merkt man dann auch, wenn die versuchen, Deutsch zu sprechen, dann machen die das nämlich auch so. Und sprechen dann gerne ein Vokal davor. España ist jedenfalls die einzige Form von Spanien auf Spanisch. España. Und das Französische hat das auch. España. Und jetzt wissen Sie vielleicht auch, es gibt Spanier und Leute aus Lateinamerika, also spanisch sprechende Menschen, die vielleicht mehr so aus dem Süden Spaniens kommen oder auch aus Lateinamerika, insbesondere aus dem karibischen Raum, die lassen das S dann auch noch weg vor Konsonanten. Dann wird also aus España, España. España, Behauchung oder gar nichts mehr, España. Das ist im Standardspanischen noch nicht passiert, aber das ist im Französischen passiert. Denn Austare wird nicht etwa estare, sondern etre. Das S ist ausgefallen. Man sieht es noch in der Orthographie an dem Zirkumflex, der auf ein ausgefallenes S hinweist, aber eben schon zur in altfranzösischer Zeit ist dieses S verschwunden, also ähnlich wie in Südspanien.
Und da wurde es dann auch noch geschrieben. Und da hat man dann den Zirkumflex dafür gefunden, der allerdings nicht konsequent verwendet wird. Ne? Denn Sie wissen, wenn Sie Französisch können, das Partizip heißt ID, das ist eigentlich das Datum. Da steht ein akut auf dem ersten E oder das Imperfekt ET auch mit akut und ohne Zirkumflex, obwohl da auch ein S ausgefallen ist. Also das ist sonderbar, uneinheitlich. Ja. Gut, also Stützvokale, ganz wichtig. In den romanischen Sprachen besonders, aber das gibt es auch in vielen anderen Sprachen. Gerade nur nicht im Deutschen. Sonst ist das sehr verbreitet, die Sprachen der Welt. So, manchmal wird auch hinten was angefügt. Sund zum Beispiel, Sund, das T ist ausgefallen. Aber wie Sie wissen, Italiener mögen keine Konsonanten am Wortende. Also hat man einfach das O aus dem Stamm verdoppelt. Dass hinten lauter angefügt werden, wird als Epithese bezeichnet. Wenn es aber zu so einer Art Verdoppelung des Vokals kommt, dann wird es auch Paragoge genannt. Paragoge ist halt der Sonderfall der Epithese, dass ein Vokal kopiert wird. Man spricht auch von Vokalkopie oder Echovokal. Das Sono ist eben dadurch entstanden, dass man Son genommen hat und noch ein O hinten angehängt hat. Dieses O ist dann verallgemeinert worden auf die anderen Konjugationsklassen, also nicht, dass Sie sich wundern. Aber ursprünglich ist das eben eine Vokalkopie. Das können Sie auch noch sehr schön in anderen Sprachen sehen, zum Beispiel im Sardischen. Das lateinische Wort krass für morgen, morgen, krass, heißt dort krasa, krasa, also Vokalkopie. Und dann ist das S noch stimmhaft geworden, krasa. Also Paragoge, Echo und Vokal. Sie finden ähnliche Phänomene eigentlich überall in Italien, nur ist nicht immer ein Echovokal. Li, dort in Umbrien, heißt Line, Line. Man hat einfach noch ein N da irgendwie eingefügt, warum man das herkommt und dann nochmal ein Vokal. Line, Line. Naja, das liegt daran, dass halt. Gut, man sieht nicht unbedingt, dass das I betont ist, aber diese Partikel kann tatsächlich einen Akzent tragen, wenn sie im größeren Zusammenhang verwendet wird. Und Wörter, die mit Vokal N, der dann noch betont wird, passen nicht so richtig ins Sprachsystem. Da ist also erstmal dann noch ein N angefügt worden, weil man geglaubt hat, da fehlt irgendwie N, das vielleicht auf M zurückgeht. Lateinisch, was aber natürlich nicht stimmt. Und dann hat man nochmal ein Vokal angefügt, weil das N am Wortende auch nicht passt. So, dann kommen wir zur Metathese. Umstellung von Lauten. Auch wieder Mittel- und Süditalien. Sie sehen schon, das ist so eine Gegend, wo die Dialekte sehr viel Lautwandel durchmachen. Das liegt eben daran, dass das gesprochene Latein relativ ohne viel Normierung sich dort weiterentwickelt hat. Und es dann sehr viele Veränderungsprozesse gab, ein paar Einfachungsprozesse eben auch. Also aus Capra, der Ziege, lateinisch, wurde in Mittel- und Süditalien Crapa, Crapa, ist die häufigste Variante. Allerdings gibt es auch noch andere Varianten, da sieht man eben, wie das mit der Metathese funktioniert. Das ist nicht einfach eine Umstellung von Lauten, sondern vielleicht ist da erstmal eine Kopie, eine Lautkopie, gewesen, die dann am Ende dann dazu geführt hat, dass man wieder was vereinfacht hat. Also es gibt sogar die Form Crabra, Crabra in einigen Dialekten. Da ist ein bisschen viel R drin. Dann hat man das zweite R weggelassen. Crabra, Crabra, Crapa. So, Reduplikation. Wie gesagt, gibt es viele Beispiele aus den romanischen Sprachen. Ne? Dodo, auf Französisch Dodo. Man sagt, dass gerade die Kindersprache sehr viel übrig hat für Verdopplung. Ne? Dormir, auf Französisch schlafen. Faire Dodo, Eier machen, schlafen, auch Dodo, ne? Verdoppelt. Also es geschieht häufig in der Kindersprache und hier so im familiären Bereich mit Eigennamen. Ich erwähne das Beispiel schon, Antonio, Aferese von Antonio.
Lastonio wird dann To. Ne? To. Und dann eben To-To. Durch Reduplikation. Ja, also das ist eben auch häufig. Und dieses Verkürzen der Namen ist halt ganz typisch. Gerade für Mittel- und Süditalien, aber das gibt es auch woanders. Ja, gut, da haben wir die phonotaktischen Prozesse abgeschlossen.